Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Homefront The Revolution auf der PlayStation 4. Ja, ich habe ein klein wenig eine Aufnahmepause gehabt. Aufnahmepause gehabt und habe jetzt gerade Spiegel an und ich bin jetzt hier. Ich kann mich entsinnen, dass wir beim letzten Mal bei dem Bus aufgehört hatten. Warte mal, ich muss mal eben, das Mikrofon ist noch nicht ganz richtig. Ich bin total unprofessionell gerade. So, dass wir beim Bus aufgehört hatten, das weiß ich. Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Wie ziehe ich nochmal die Waffe? Ah ja, genau. Und ich gar nicht mehr weiß, wo unsere Mission lag, beziehungsweise missionstechnisch, wo wir hin wollten. Weil irgendwie ist da eine Mission, auf der Karte zumindest, auf der Minimap. Und da ist eine Mission. Müssen wir mal schauen. Und ich bin ein bisschen raus, also nicht wundern, wenn ich mal wieder nichts hinbekomme. Na, das liegt daran, weil ich ja, ein bisschen im Fallout-Rausch war und wegen ja Wochenende Stream und so. Und ja, weil ich auch Seven Days to Die am Suchten bin in der letzten Zeit, kommt übrigens auch raus, ist wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich Seven Days to Die schon am Laufen. Und naja, gut. Rote Zone von Elm Tree. Und da oben ist ein... Das ist unser Sniper, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. So. Jetzt müssen wir wieder da rein. Ach, fick dich doch. Wie schaue ich denn nochmal aufs Handy? Touchpad, glaube ich, war es, ne? Oder? Huch! Wo ist das denn? Okay. Mal eben schon auf die Karte geschaut. Ach, genau, wir wollten doch... Stimmt, richtig. Genau, wir wollten das Gebiet hier clearen. Ich setze da mal einen Wegpunkt hin. Ja, dann gucken wir mal, dass wir da mal hinkommen. Dass wir das Gebiet mal clearen. Clearen. Cleaning the room. Was haben wir denn alles für Waffen? Ah ja, genau. Wir haben die schallgedämpfte Pistole. Die habe ich hier mal beim letzten Mal ja besorgt. Funktioniert natürlich auch super. Und da sehe ich doch schon wieder ein krasses Luftschiff, Alter. Boah, das ist so mega. Und ich freue mich schon wieder, hier weiter zu spielen. Das ist... Ah, ich konnte meine Finger nicht davon lassen. Ich nehme es heute ja am Sonntag auf. So, ich bleib mal hier bei Solar Energy. Zivilisten sind unter keinen Umständen in der roten Zone erlaubt. Sollten Sie die rote Zone unabsichtlich betreten haben, melden Sie sich umgehend. Hallo, mein Freund. So, mal gucken. Der wird jetzt wahrscheinlich kommen, ne, denke ich mal. Weil da ist noch ein Gegner. Laut Karte ist da ein Gegner. Bleibt er jetzt da stehen? Ne, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt nicht mehr. Also er erscheint. Nicht kommen, sondern erscheinen. Ja, und was war das wieder für ein tolles Wochenende mit euch in der Let's Play Live Show? Freitag musste leider der Stream ausfallen, weil ich arke Twitch-Probleme hatte. Und was für tolle Themen wir wieder hatten. Wir haben Fallout gespielt. Ja, mein Gott. Und falls du auf YouTube dich jetzt fragst, worüber redet der eigentlich, falls du auch mal dabei sein willst, dann schau einfach mal jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr bei Twitch vorbei. twitch.tv/reflexger. Ist auch in der Videobeschreibung immer vergeben, der Link. Da kannst du draufklicken. Wie gesagt, jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Kannst du dann mal schauen. Falls du mal meine Hackfresse mal sehen willst, live oder so, dann kannst du da dich... Oh, hier rechts ist auch jemand. Wo ist der? Hä? Warum war der denn jetzt so schnell? Ach, der rennt, okay. Ich kann auch rennen. Warte ab. Dann kannst du da mal vorbeischauen. So, jetzt erstmal hier das Gebiet clearen. Ich hoffe, das klappt mit dem Hotel. Alter, wie krass. Das Marion Hotel war eines der besten in Philly. Jetzt ist sein einziger Gast ein KVA-Sendeempfänger. Wenn es dir gelingen würde, ihr Netzwerk zu hacken, könnten wir wertvolle Informationen über die KVA-Operationen in diesem Gebiet gewinnen. Aber natürlich. So, Gesundheitskit. Können wir nicht durchsuchen. Was haben wir hier sonst noch? Ja, Munition. Nehmen wir alles mit. Wo ist denn...
Ich drücke immer noch R3 für Ducken und alles. Das ist aber bei... Wie kommen wir denn da rein? Das ist aber bei Fallout so gewesen. Komme ich denn... Schaffe ich das von hier aus? Ah, nee, hier, glaube ich. So. Jawohl, sehr schön. So, KPA only. Das ignorieren wir jetzt einfach mal, was da oben auf der Tür stand. So, guck mal einer an. Sehr schön. So, da gucken wir mal, dass wir hier mal eben... Sauber. Marian Hotel in Elm Tree. Und Zone geklärt. Ach, das ist okay. Ich dachte, die oberen Zonen gehören auch noch dazu. Ah, jetzt. Ah, da haben wir noch eine weitere Aufgabe. Sehr schön. Noch zwei weitere Aufgaben. Die wir natürlich, wenn er geladen hat, ja. Gute Arbeit beim angehen. Erobern des Sendeempfängers. Dank dir sind wir jetzt in der Lage, die KVA-Bewegungen in der Zone besser zu überwachen. So, nochmal eben schnell Munition geholt. So. Jetzt ist die Frage, ich schaue mal eben schnell auf die Karte. Das war da einmal. Ja, immer mit der Ruhe. Was heißt denn? Walker soll Gerüchten zufolge zur Independence Hall gebracht worden sein. Habe noch keine Bestätigung, aber wir prüfen das. Paris sagt keinen Angriff, bis wir die Bestätigung haben. Wir dürfen Walker nicht in Gefahr bringen. Verstanden, Tone? Ja. Tone. Ich hab's. Tony, Ende. So, dann machen wir mal das All-Star Diner. Höh, was? Alter, was? Wer? Wo? Hua. Okay, wir werden angegriffen. Muss irgendwie... Da fuhr gerade irgendwie so eine Mini-Drohne. Versuch mal eben schnell hier reinzukommen. Hallo? 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 So, jetzt aber. So, die sind natürlich in heller Aufreude jetzt hier schon in der Basis, weil sie ganz genau wissen, was dem blüht. Ich versuche trotzdem mal unentdeckt zu bleiben. Und so ein bisschen sneaky, sneaky. Wie war denn... Hier stand doch gerade einer, oder nicht? Oh, der kommt hier rein, ne? Das war so klar. Hier ist irgendwie eine Kiste. Wenn ich das richtig sehe auf der Karte. Oder auch nicht. Doch hier. Und die haben eine Mini... Und die haben gerade eine Mini-Drohne. Na... Na, Alter. Bleib doch mal. Okay. Sneaky ist vorbei. Jetzt gibt's richtig Remi Demi. Steht der da noch? Oder wo ist der? Wo ist der denn jetzt? Weißt du was? Ihr könnt mich mal hier. Und da ist irgendwie so eine Mini-Drohne. Ich muss mal gucken, kann ich denn noch, ja, zwei bauen, genau. Und den will ich jetzt auswählen. Dazu muss ich aber erstmal rausgucken, wie das draußen aussieht. Da ist die Mini-Drohne. Oder da das fahrbare Mobil. Das war nicht gut. Oh Gott. Erstmal heilen. Oh, Alter. Hier, für dich. Alter, das Ding geht überhaupt nicht kaputt. Ah, jetzt. Ich dachte schon, das Ding geht überhaupt nicht kaputt. Wer schießt denn? Okay. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Wir müssen hier aufs Dach, glaube ich. Dann schauen wir mal. Dann gehen wir mal oben über die Geschütztürme hier. Sieht förmlich danach aus, als ob wir da oben hin müssen. So. Ja, schieß.
Tja, das war's für dich, Kumpel. Na, ich drücke mal die falsche Knopf zum Ducken. So, warte. Alter, was? Nein, er hält mich doch. Komm, 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 komm. So, jetzt aber. 1, 2, 3. So, noch ein bisschen. Ja. Das war's mit der Basis. All-Star Diner. Operationsbasis erreicht. Sehr schön. Haben wir den Bereich auch geklärt? Sauber. Boah, finde ich voll cool. Wo bin ich? Okay. Und ich habe volles Leben bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Das lobe ich mir. Das ist sehr schön. Die Eroberung dieses Stützpunktes hat der KVA einen schweren Schlag versetzt. Auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal. Kriegen wir mal irgendwo Munition her? Ich könnte hier nochmal von den Sachen nochmal was bauen. Tone, hier spricht Fairly Alpha. Tony, hörst du? Ja, wir sind hier. Was ist los? Hab nur schon länger nichts mehr von euch gehört. Seid ihr okay? Ruhen uns nur mal kurz aus. Wir haben schon ein großes Areal mit der Suche abgedeckt. Ja, das wissen wir zu schätzen. Kommt doch kurz rein und ruht euch ein wenig auf. Okay, später vielleicht. Nee, noch hören wir nicht auf. Das ist wichtig. Ja. Okay, Tone. Pass auf dich auf. Genau, pass auf dich auf. So, dann wollen wir nochmal eben schnell... Wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Jetzt will ich das mit den Duster mal ausprobieren. Das muss doch klappen. Das hat bei den ersten Folgen oder erst zweite, dritte Folge hat das nicht geklappt. Ich will das mit den Dustern ausprobieren. Die dürfen das nicht abfeuern. Das muss doch irgendwie klappen. Na. Irgendwie muss das klappen. Ich weiß natürlich, wo ist das jetzt? Boah, wie cool. Scheiße! Sie haben sie abgeschossen! Ja, toll. Mehr Gasmask. Ein Luftschiff nähert sich. Bewegt euch! Ich war doch noch gar nicht da. Oh. Uah. Alter, boah, wie cool das aussieht. Wie cool das aussieht mit dem Luftschiff. Ich schau nochmal eben schnell auf die Karte. Warte. So. Da müssen wir hin. Das heißt also, ich markiere mir das mal eben. Verlassene Wohnung, glaube ich, heißt das. Ich hoffe, das Luftschiff ist weg. Luftschiff. Das Lustschiff im Übrigen. Das Lustschiff. Uah. Uah, das ist hinter uns, glaube ich. Alter, wie krass. So. Dann schauen wir doch mal. Ach, wir haben ja übrigens noch den Granatwerfer, fällt mir ein, bei dem Sturmgewehr. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht, ne? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Das können wir mal, Lauf war dann hier eins, ne? Brady. Auf diesem Apartmenthaus befindet sich ein Scharfschützennest, das den Weg zum nahegelegenen Stützpunkt überblickt. Wenn du es ausschalten könntest, hätten wir einen großartigen Aussichtspunkt, der uns für die weitere Ausbreitung in der Zone von großem Nutzen wäre. Aber natürlich... Aber selbstverständlich werde ich die Scharfschützen ausschalten. Und da oben ist auch ein Scharfschütze, der mich schon gesehen hat. Das ist natürlich super. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber solange ich hier vorne bleibe, glaube ich, kann mir da nicht viel passieren. So, wie komme ich jetzt in das Gebäude rein? Ungesehen natürlich. Probier's mal. So, der ist schon mal weg. Gucken wir mal die anderen, wo die sind. Ganz langsam. So, pst. Ist ja auch schon mal weg. Ganz cool. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. Dir passiert nichts, du schläfst nur. Du bist nur am Schlafen.
Ganz cool. So, die schlafen alle nur. Na? So. Und da dreht sie. Hui! Die neue Schaukel vom Heidepark Soltau. Dö, dö, dö. So. Wer schießt denn da? Schaltet sie aus! Okay. Ciao. Ich hab's vor euch ausgeschaltet. Alter, wie cool das aussieht. Ist ja der Wahnsinn. Aber das ist schon cool mit der Waffe so umbauen und so. Das macht schon eine Menge Spaß. Schon sehr, sehr geil. Na, ich vertue mich immer mit dem Ducken. So. Haben wir. Verlassene Wohnung. Aussichtsposten eingerichtet. So. Sehr schön. Haben wir die kompletten Gebiete geklärt? Wie geil ist das denn bitte?